Habt ihr euch schon mal überlegt, was man tun könnte, um diese, unsere Welt zu verbessern? Ich glaube, jeder hat schon mal so im so für sich selber überlegt, wenn ich das und das machen würde, könnte das und das vielleicht besser funktionieren. Oder ich weiß nicht, ihr habt sicherlich schon mal den einen oder anderen Gedanken diesbezüglich gehabt. Ich natürlich auch. Ich habe früher als Kind immer gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich Bürgermeister werden und dann würde ich mehr für die Kinder tun in dieser Stadt. Weil ich immer fand, so früher oder gerade so als Jugendliche, es gab nicht so viel hier in dieser Stadt, was man so machen konnte. Ja, und so wird jeder irgendwie schon mal so diesen Gedanken gehabt haben. Und ich fand es super, als mich im letzten Jahr der Autor Ulrich Hoffmann anschrieb und fragte, ob ich nicht Lust hätte, bei einer Aktion mitzumachen. Und zwar hat er mit anderen Mitautoren 1000 Gründe oder 1000 Ideen gesucht, um täglich diese Welt zu verbessern. Und ich habe gesagt, klar, mache ich gerne mit, bin dann so ein bisschen in mich gegangen, habe überlegt, was könnte ich jetzt dazu schreiben. Ich habe etwas geschrieben und ich bin wirklich mächtig stolz darauf, dass mein Vorschlag auch genommen wurde und der ist jetzt mit 999 anderen Ideen in diesem Buch zu finden. Ist so ein richtig dicker Schinken geworden, richtig schwer, natürlich gebunden, sieht toll aus, aber wichtig ist ja dieser Inhalt. Die Autoren oder die Veröffentlicher dieses Buches sind Jan Hofer, Dieter Kronzucker und Sherry Reeves. Die kennt ihr übrigens bestimmt von Wissen macht A. Ich finde die total klasse. Die Sendung finde ich auch klasse. Ich gucke ja sogar noch manchmal auf die Sesamstraße, weil ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja so ein Mensch, der unheimlich viel gerne wissen möchte. Und deswegen finde ich dieses Buch natürlich auch so interessant, weil man erfährt erstmal von ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen, was die tun würden, um diese Welt zu verbessern. Und ich habe mal durchgeblättert, ich habe es natürlich noch nicht ganz gelesen, weil es ist ja nicht wie ein Roman. Also es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und 3 Stunden oder 4 Stunden jetzt braucht, um dieses Buch in einem Rutsch wegzulegen. Sondern das ist so ein Büchlein, das kann man sich gut auf den Nachttisch legen und abends so vorm Einschlafen mal so ein bisschen drin blättern und mal gucken, was hat denn zum Beispiel Simon Beckett geschrieben? Oder was hat der Sebastian Fitzek geschrieben? Oder Leif Eldin oder Ben Becker? Oder die Sabine Christiansen oder ich lese mal so ein paar Namen halt vor, die alle darin vorkommen. Milena Preradovic oder Freddy Quinn oder der Udo Walz oder Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker oder Rolf Zukowski oder Zweiraumwohnung oder Dieter Kürten oder Volker Lechtenbrink oder auch Andrea Kossmann. Was haben die sich für Gedanken gemacht? Was sind das für Ideen, diese Welt zu verbessern? Dieses Buch ist dann auch aufgeteilt in einzelne Rubriken. Zum Beispiel habe ich jetzt mal ganz zufällig aufgeschlagen Kinder und Erziehung. Übrigens, genau da steht mein Text. Ich glaube, auch wenn ihr jetzt das Video auf Pause macht, werdet ihr nicht lesen können, was da steht. Ich will es euch nämlich auch nicht verraten. Wenn ihr neugierig seid, müsst ihr dieses Buch kaufen und könnt dann nachsehen, welche Idee ich hatte. Und zwischendurch sind auch mal so ein paar Bilder da drin. Dann habe ich auch gesehen, der Freddy Quinn hat so eine kleine Weihnachtsgeschichte sogar geschrieben. Ich glaube, es war ein eigenes Erlebnis auch, was er hatte. Ja, was wahrscheinlich auch eine Idee ist, um diese Welt zu verbessern. Weil ich finde auch, man sagt immer, ja, wir können ja jetzt nichts dagegen tun, dass irgendwo auf der Welt Krieg ist oder dass irgendwo auf der Welt Menschen hungern. Man meint immer, jeder Einzelne kann da nichts tun. Aber weil jeder so denkt, wird sich natürlich diese Welt auch nicht verändern. Und ich jetzt für mich in meiner ganz kleinen Welt habe ja die Erfahrung mittlerweile gemacht und daran seid ihr ja auch nicht gerade unschuldig. Also ich, dadurch, dass ich meine Buchempfehlungen und meine Lesetipps an euch weitergebe, bekomme ich von euch ja die Resonanz. So, und ganz, ganz, ganz viele Leute haben mir geschrieben, Kossi, ich habe seit 10 Jahren kein Buch gelesen, jetzt habe ich deine Videos gesehen und auf einmal fange ich wieder an zu lesen und ich merke, dass das Lesen mich super bereichert. Oder es haben Leute angefangen, die haben meine Rezension gelesen und ich habe vorher Gewinnspiele gemacht, wo ich dann gesagt habe, wenn ihr gewinnt, solltet bitte auch eine Rezension dazu schreiben. Und da waren Leser dabei, die vorher noch nie eine Rezension geschrieben haben. Und auf einmal haben sie damit angefangen und schreiben mir dann, ich schreibe jetzt ganz viele Rezensionen. Ich habe mich in dem und dem Buchforum angemeldet. Und ich denke immer, das sind natürlich auch nur kleine Schritte, wo ich vielleicht, also ich habe es noch nicht mal beabsichtigt, natürlich werde ich die Welt dadurch nicht verbessern, aber ich sehe ja, dass ich mit dem, was ich mache, so ein kleines Stückchen eure ganz kleine eigene Welt zu verbessern. Bei mir auf der Startseite ist eigentlich, das ist auch so der Leitsatz meines Lebens, da steht, und jetzt muss ich wieder gucken, dass ich ihn auch auswendig hinkriege, meine ganz eigene Welt ist zwar winzig klein, aber dennoch bin ich die Größte darin. Und ich bin auch die Einzige, ich bin die Einzige in meinem
meiner kleinen Coffee-Welt. Und nur wenn ich doch was verändere und versuche vielleicht den Menschen irgendwie anders entgegenzutreten. Also manchmal reicht ja schon wirklich Freundlichkeit. Es reicht ja schon manchmal, wenn man wirklich freundlich auf Menschen zugeht. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man unfreundlich zu Menschen ist, bin ich jetzt nicht so, aber ich sehe das oft so, wenn man irgendwo im Geschäft ist und da kommt jemand rein, der ist irgendwie total mies gelaunt und der fragt dann irgendwie was ganz, weiß nicht, Blödes so und dann ist die Verkäuferin natürlich irgendwie auch unfreundlich und dann geht er noch unfreundlicher raus und irgendwie. Aber wenn man in so einen Laden reinkommt und sagt, hey, hallo, ich hätte gerne mal eine Frage und können Sie mir da unterhelfen, dann wird auch die Verkäuferin nett und freundlich sein. Und das sind halt alles so kleine Dinge, die man selber ja irgendwo verändern kann, um eben seine eigene kleine Welt zu verbessern. Also ich würde mich freuen, wenn ihr ja vielleicht erstmal dieses Buch lest, zeigt das nochmal. Weil ich finde diese Idee, die dahinter steckt, so toll. Also dass diese 1000 Ideen halt gesammelt wurden und man liest sich dieses Buch durch und man erkennt dann vielleicht auch, ja, der und der hat jetzt das und das gesagt und das stimmt, da sollte ich mal drüber nachdenken. Vielleicht kann ich selber da auch was verändern. Und ich finde diese Idee halt toll und ich möchte euch jetzt anbieten, in den Kommentaren bei YouTube oder auch in meinem Tagebuch zu schreiben, was würdet ihr machen, um eure eigene kleine Welt oder vielleicht die große, weite Welt zu verbessern. Und manchmal sind es, wie gesagt, nur Kleinigkeiten. Aber wenn man ganz viele Kleinigkeiten zusammen macht, dann können die ja auch was ganz Großes bewirken und was ganz Großes werden, wie ja auch dieses Buch. Also hätte nur ich jetzt geschrieben, was ich machen würde, um die Welt zu verbessern, dann wäre ja gar kein Buch entstanden. Aber dadurch, dass jetzt ganz viele Menschen mitgemacht haben und insgesamt 1000 Ideen dabei zustande gekommen sind, ist ja dieses Buch überhaupt erst entstanden. Wie gesagt, ich finde die Idee toll. Ich finde es super interessant zu lesen. Natürlich, klar, gerade was so die Menschen auch geschrieben haben, die man so aus dem Fernsehen kennt. Oder ich sehe jetzt gerade noch Andreas Franz und Tanja Kinkel haben auch mitgemacht. Also Autoren auch, von denen man die Bücher gelesen hat und so. Es ist einfach interessant zu sehen, ja, was würden die tun, um die Welt zu verbessern? Vielleicht habe ich euch auch ein bisschen neugierig darauf gemacht. Wenn ja, dann kauft dieses Buch und wie gesagt, lest es nicht in einem Rutsch durch, sondern genießt es einfach und guckt, ob ihr vielleicht von diesen Ideen auch irgendwas für euer eigenes Leben anwenden könnt. Ja, ich freue mich auf Feedback und ich bin gespannt auf eure Ideen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.